Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt. Grüße alle Medienvertreter, alle Fans, die uns in der neuen Fankneipe noch zuschauen, sowie im Stadion noch ausgeharrt haben. Ich begrüße die beiden Trainer, Niko Kovac und Manuel Baum. Und darf Herrn Kovac gleich um sein Fazit zum Spiel bitten. Ja, Entschuldigung. Es ist so, wie man sich das natürlich als Trainer nicht vorstellt. Man kommt hierher und möchte ein gutes Spiel abliefern und dann schafft man es nicht. Kompliment an Augsburg, Kompliment an Manuel, die das gerade in der ersten Halbzeit außerordentlich gut gemacht haben. Wir haben ja heute ein Spiel erlebt, wo uns Augsburg mit den Basics des Fußballs besiegt hat. Das heißt, die Basics sind Leidenschaft, Einstellung, Kampf, zweite Bälle und ja, die vielen Bälle, die sie letzten Endes dann auch immer wieder hinter unserer Abwehr gespielt haben, die haben uns dann doch das ein oder andere Mal Probleme bereitet. Das passiert, der 21. Spieltag ist gespielt. Das erste Mal, dass meine Mannschaft ganz klar in diesem Belang die schlechtere Mannschaft war. Ist ärgerlich, aber das kommt vor. Deswegen, man könnte heute sicherlich noch vieles erzählen, nur wir haben jetzt in drei Tagen ein sehr wichtiges Spiel. Und da wollen wir natürlich wieder da sein, dass wir das nächste Spiel dann hoffentlich auch gewinnen. Danke. Dankeschön, Herr Kovac. Manuel. Gut, wir wussten natürlich im Vorfeld, dass wir auf eine hervorragende Mannschaft mit einem guten Trainer treffen, die das die ganze Saison wirklich super machen, die Frankfurter, und auch zu Recht da stehen, wo sie sind. Aber der Nico hat es ja schon richtig gesagt, wir haben uns vorgenommen, dass wir sie hoch anlaufen, dass wir sie aggressiv pressen, dass wir gut auf die zweiten Bälle sind. Das ist uns, denke ich mal, in dem Spiel ganz gut gelungen. Klar ärgert man sich immer mal wieder, dass man die eine oder andere Chance dann hat liegen lassen. Aber am Ende des Tages finde ich, das Ergebnis bzw. ja, der Sieg ist absolut verdient für uns. Mich freut auch richtig, jetzt, wenn ihr Marco Richter gerade nochmal liest, dass wir den nächsten Jugendspieler hier bei uns haben, der erste, glaube ich, der ein Tor geschossen hat. Und wenn dann die Fans nach dem Spiel ihn rufen, da hat man dann schon ein bisschen glasige Augen, wenn man weiß, wo er herkommt. Ich glaube, das ist der Weg, den der FC Augsburg einschlagen muss und weiterhin einschlagen wird. Und das freut mich natürlich riesig, gepaart mit der tollen Leistung, die sie alle da heute auf den Platz gebracht haben. Danke. Dankeschön, Manuel. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann bitte um kurzes Handzeichen. Wir reichen ein Mikro. Frau Pall. Ja, Herr Kovac, wie geht es Ihnen denn da auf der Bank, wenn Sie sowas sehen wie heute? Da schütteln Sie sich oder sagen Sie, kneift mich einer oder kann ich noch irgendwas machen? Wie geht es Ihnen da? Ja, es ist natürlich kein schönes Gefühl, wenn man verliert. Das ist normal, nur dass es irgendwann mal passiert, das war uns auch bewusst. Das schiebt jeder oder möchte jeder wegschieben, dass das hier in Augsburg passiert, zeigt letzten Endes, was das für eine gute Mannschaft ist. Ja, Manuel, was du für ein super Co-Pilot eigentlich bist. Jetzt bist du Chefpilot. letzten Endes ist es in der Bundesliga sehr schwierig. Und ich weise immer wieder darauf hin, die Euphorie, die irgendwo entsteht, die jetzt wahrscheinlich auch in Augsburg entsteht, die bei uns entsteht, die ist nicht so zu greifen, beziehungsweise die ist letzten Endes auch so ein bisschen, Wunschdenken. Ja? Die Realität sieht so aus, dass man immer wieder Woche für Woche hart arbeiten muss. Man muss alles an den Tag legen, um hier überhaupt eine Chance zu haben. Und alle Spiele bisher mit einem Tor Unterschied verloren bzw. gewonnen, bis auf jetzt, ich sage mal, die letzten drei Spiele gab es immer Unterschiede. Das zeigt, wie eng es ist. Heute war es nicht so. Munter putzen, weiter geht's. Wir werden den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken. Wir werden positiv nach vorne schauen und hoffentlich die nächsten beiden Spiele in dieser Woche positiv gestalten. Weitere Fragen? Keine? Dann herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihnen allen noch einen schönen Abend und unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Danke. Danke, Servus.